Springen von Hausdächern oder gehen in Flammen auf. Der Beruf eines Stuntman, der ist ein gefährlicher. Um sich nicht zu verletzen, da muss man viel üben in Graz. Da traf man sich deshalb zu einem dreitägigen Stuntman-Workshop. Die Arbeit eines Stuntman ist bis ins winzigste Detail geplant. Der Ablauf folgt einer streng festgelegten Choreografie. So etwas nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn ich aber ein Profiteam, das kann ein Tag oder ein paar Tage dauern. Wenn ich das für Amateur, das kann ein paar Wochen dauern. Zu einem internationalen Stuntman-Workshop lud man jetzt nach Graz, um gewagte Action-Szenen zu üben. Also im Hintergrund sieht man, die üben schon mal High Falls, das heißt Sprünge aus großer Höhe hier in eine Matte. Einfach nur um die Bewegung, das Gefühl zu kriegen, auch die Landung einzustudieren. Dann machen wir noch Fechten, Stagefight wird gemacht für die Bühne extra. Der gebürtige Paarseiler arbeitet schon seit vielen Jahren als Stuntman und stand schon mit den ganz großen Hollywood-Stars vor der Kamera. Also mir Monuments Man dreht, da hat der George Clooney Regie geführt, war auch Hauptdarsteller. Dann war der John Goodman am Set, der Bill Murray, Topcast, und das war eine super Erfahrung, ein Riesenset und extrem geil. Vor allem Sprünge aus großer Höhe standen bei dem Treffen jetzt in Graz auf dem Programm. Von diesen Sprüngen hier, die sind fast also 8 oder 9 Meter. Und auf jeden Fall also ganz gut zielen, wo man landet. Und auf jeden Fall ganz flach auf den Airbag landen, weil sonst kann man richtig den Boden berühren. Also Technik ist ganz, ganz wichtig. It was my dreams until I'm very young and es war immer ein Kindheitstraum von mir, als Stuntwoman zu arbeiten. Seit 2 Jahren bin ich jetzt im Geschäft. Der Workshop hier in Graz ist auch eine gute Möglichkeit, andere Kollegen zu treffen aus Frankreich, England und Italien. Ich spiele an der Seite von Tom Cruise in Mission Impossible 7. Bei den Dreharbeiten im November in Venedig soll ich gegen ihn kämpfen. Wird sicher sehr lustig. Besonders spektakulär und gleichzeitig gefährlich sind Szenen, in denen Feuer im Spiel ist. Sogenannte Full Body Burns. Das heißt, Körperbrand am ganzen Körper, da fangen wir mit dem Arm an und zum Schluss brennt man eben am ganzen Körper, was durch Explosionen und so weiter hervorgerufen werden kann. Wie lange muss man denn trainieren, um ein guter Stuntman zu sein? Um ein guter Stuntman zu sein, muss man eigentlich sein ganzes Leben lang trainieren. Zum Beispiel nur für Gunpowder Milkshake, der jetzt dann im Frühjahr ins Kino kommen wird, haben wir für eine Fight-Szene, die ungefähr 3 Minuten dauert, 1 Monat trainiert in Berlin. Na, diese Leute brennen wahrlich für ihren Job.